Das ist mein Sohn Joe. In den kommenden 3 Jahren werde ich mit einem Problem konfrontiert sein, das so alt ist wie die Menschheit. Wie halte ich ihn sauber, bis er selbst dazu in der Lage ist? Lange Zeit blieb uns Frauen nichts anderes übrig, als nach jedem Wickeln die Windel zu waschen, auszuwringen und zum Trocknen aufzuhängen. Aber das war einmal. Diese Schufterei hat Gott sei Dank ein Ende. Dank einer genialen Erfindung. Die Wegwerfwindel. Aber wenn ich mir meinen Mülleimer so ansehe, habe ich ein ungutes Gefühl. Joe ist nur eines von Millionen Babys. Davon ausgehend, dass jedes von ihnen 6 Windeln am Tag braucht, sind das 2000 Windeln im Jahr. Und 6000 Windeln pro Baby, bis es gelernt hat, aufs Töpfchen zu gehen. Das entspricht einem Gewicht von 1 Tonne und einem Riesenberg Müll. Die Dinger werden nur wenige Stunden getragen und landen dann auf der Müllkippe, wo sie langsam verwesen. Wegwerfwindeln sind zu einem echten Umweltproblem geworden. Kein anderes Produkt nimmt in unserem Hausmüll prozentual so viel Platz ein. Und dieses Problem hat sich innerhalb nur einer einzigen Generation entwickelt. Meiner Generation. Die Wegwerfwindel sieht harmlos aus, aber sie steht für unsere Konsumgesellschaft. Sie ist das Erste, was unsere Kinder am Körper tragen. Und gleichzeitig eine Bedrohung für die bessere Welt, die wir uns für sie wünschen. Ich möchte bestimmt nicht zurück in die Steinzeit. Aber ich möchte auch nicht so tun, als gäbe es kein Problem. Ein echtes Dilemma. Was nun? Alles begann in den 50er Jahren, als anscheinend verschiedene Leute dieselbe Idee hatten. Eine davon war Marion Donovan, eine erfinderische Hausfrau und Mutter. Sie zerschnitt ihren Duschvorhang und machte daraus eine Windelhose aus Plastik mit Stoffeinlage. Sie nannte ihre Kreation Bota und sammelte damit bei ihren eigenen Kindern erste Erfahrungen, bevor sie versuchte, ihre Erfindung zu vermarkten. Leider ohne Erfolg. Denn der Nachwelt blieb ein anderer Name. Vic Mills, ein Großvater und Ingenieur der Firma Procter & Gamble. Er hatte sich für seinen Enkelsohn ein Höschen aus Plastik mit einer austauschbaren Einlage aus Sägemehl ausgedacht. Schließlich entwickelte er eine Höschenwindel, die nach Gebrauch komplett entsorgt wurde. Damit war die Marke Pampers geboren. Doch die ersten Höschenwindeln waren teuer und wurden nur auf Reisen verwendet. Erst mit der Zeit eroberten sie sich ihren Platz im Alltag. Zuerst in den USA, ab den 70er Jahren auch in Europa. Heute ist die Marke 7,5 Milliarden Euro wert. In der Nachkriegszeit wurden unzählige Erfindungen gemacht, die die Hausarbeit erleichterten. Die Hausfrauen nahmen sie begeistert an. Bald fragte man sich, wie man jemals hatte ohne sie auskommen können. Man muss sich einfach vorstellen, dass all diese Dinge zum Wegwerfen, die man nicht mehr waschen oder pflegen musste, die das Leben viel einfacher machten, in den 60er Jahren von den Frauen als kleine Wunder betrachtet wurden. Das darf man nicht unterschätzen. Die Wegwerfwindeln spielen wirklich eine Rolle in unserer Geschichte. Sie gehören zu einer Entwicklung, die sich von Mutter zu Tochtergeneration übertragen hat. Sie sind ein Teil der Emanzipation der Frau, so wichtig wie die Pille. Vielleicht nicht ganz so wichtig, aber immerhin. Jedenfalls war die Wegwerfwindel so wichtig wie viele andere Dinge, mit denen man sich ausführlich auseinandergesetzt hat, während man sich mit der Wegwerfwindel seitdem nicht sonderlich befasst hat. Das stimmt natürlich. Die Wegwerfwindel. So praktisch, so unverzichtbar, technisch ausgefeilt und vor allem so langlebig. Die Eintagsfliege, der Mensch und selbst die Galapagos-Riesenschildkröte, keiner bleibt unserer Umwelt so lange erhalten wie die Wegwerfwindel. Das ist ein Nebeneffekt, den sich keiner gewünscht hat. Ist die Wegwerfwindel trotzdem unverzichtbar?
Ich beschließe, zu ihrem Geburtsort zu fahren, um mehr herauszufinden. Hier in Cincinnati trafen sich der Engländer William Proctor, ein Kerzenzieher, und der Ire James Gamble, ein Seifensieder. Gemeinsam gründeten sie die Firma Procter & Gamble. Heute, nach 170 Jahren, einer der größten Hersteller von Konsumgütern weltweit. Hier arbeiten all die grauen Zellen, die Pampers zu einer der Spitzenmarken des Konzerns gemacht haben. Wir von Pampers können auf eine ganze Reihe von Innovationen zurückblicken. Wir reden mit den Müttern, um zu erfahren, was ihnen an unseren Produkten gefällt und was nicht und was wir verbessern können. Sehen Sie, diese Packung hier ist schon alt. Sie enthält Pampers aus den 70er Jahren. Sie waren sehr groß. Diese Windel hier ist wirklich sehr voluminös und für die Babys nicht besonders bequem wegen der dicken Polsterung. Ursprünglich wollte Vic Mills Zellstoff verwenden. Zellstoff nimmt die Flüssigkeit zwar auf, gibt sie aber auch gleich wieder ab. Doch dann fanden die Ingenieure den Superabsorber, ein Copolymer aus Acrylsäure und Natriumacrylat, das das Hundertfache seines Gewichts aufnehmen und vor allem auch halten kann. Daher die berühmte Werbung: Auch wenn sie nass sind, sind sie trocken. Das hier ist der extrem saugfähige Kern. Die gesamte Flüssigkeit wird gleichmäßig aufgesaugt, sehen Sie? Sie verschwindet komplett. Selbst wenn Sie pressen, tritt keine Flüssigkeit aus, weder außen noch innen an der Haut. Die Außenseite der Höschenwindel besteht aus einer Plastikschicht, meist Polyethylen, die mehr oder weniger luftdurchlässig ist. Danke für die Demonstration, Jennifer. Jetzt kommt die Technologie ins Spiel. Seit den 70er Jahren haben auch andere Großkonzerne, Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, Purdue's, Wegwerfwindeln auf den Markt gebracht. Aber der Markt verändert sich ständig. Die Kundschaft erneuert sich alle 3 Jahre, sobald die Kleinen trocken sind. Um ihren Marktanteil zu halten, mussten die Anbieter sich Innovationen einfallen lassen, bestimmte Eigenschaften ihrer Produkte verbessern. Verstellbarer Klettverschluss, Auslaufschutz, Modelle für Mädchen, Modelle für Jungs. Was ist von all diesen Werbeversprechen zu halten? Ich frage nach bei Mintel, einem unabhängigen Marktforschungsinstitut. 50% der Werbekosten für solche Produkte werden von Procter & Gamble bestritten, deren Marktanteil bei 60% liegt. Kimberly-Clark ist mit rund 30% an der Werbung beteiligt und beherrscht ein Viertel des Markts. Im Klartext: Allein die Marken Pampers und Huggies halten einen Marktanteil von zusammen 85%. Doch ihre tollen Produkte bestehen vor allem aus Materialien wie Superabsorber und Polyethylen, die aus Erdölderivaten hergestellt werden. In Europa landen diese Produkte zum größten Teil auf der Müllkippe. Aber was passiert dort mit ihnen? Was wird aus ihren Inhaltsstoffen? Auf diese einfache Frage von den Herstellern eine Antwort zu bekommen, erweist sich als äußerst schwierig. Aber zum Glück gibt es ja auch noch den einen oder anderen unabhängigen Wissenschaftler. Der größte Teil der verwendeten Materialien ersetzt natürliche, biologisch abbaubare Materialien, Holz, Baumwolle, Zellstoff und so weiter. Die Industrie hat diese synthetischen Materialien im Laufe der Zeit entwickelt, weil sie resistent gegenüber Schimmel, Bakterien und Ähnlichem sind, gegen Organismen, die in der Erde für die Zersetzung sorgen. Tatsächlich ist Plastik kaum biologisch abbaubar. Wenn solche Materialien irgendwo tief unten in einer Deponie landen, werden sie dort sehr, sehr lange Zeit unverändert überdauern. Ich würde sagen, ungefähr 300 Jahre. Aber das ist natürlich eine grobe Schätzung. Wenn diese Wegwerfwindeln sich nicht zersetzen, kann man sie vielleicht recyceln? Glas und Aluminium zum Beispiel lassen sich hervorragend recyceln, auch Eisen. Aber bei organischen Polymeren, also Kunststoffen, ist das Recyceln äußerst schwierig. Momentan werden nicht mehr als 10% der recycelbaren Kunststoffe tatsächlich wiederverwertet. Eine Wegwerfwindel muss erst gründlich gereinigt werden. Dann müssen Bestandteile, die sich nicht vertragen, voneinander getrennt werden. Ich glaube, dass Recycling zum heutigen Zeitpunkt keine Lösung ist. Nun gut. Jetzt möchte ich aber wissen, ob und was für eine Lösung sich die Hersteller sonst vorstellen können, und fahre noch einmal nach Cincinnati. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, welches das Gewicht der Windeln betrifft.
In den letzten 20 Jahren haben wir, je nach betroffenem Land, das Gewicht der Windeln um bis zu 50% reduziert. Dadurch konnten wir viele Lkw von der Straße wegbekommen. In einer Werbekampagne, die wir kürzlich in den USA durchgeführt haben, wurde das gezeigt. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass durch diese Gewichtsreduzierung schätzungsweise 1.500 Lkw pro Jahr eingespart werden. Wir arbeiten in unseren Fabriken daran, ausschließlich mit 100% erneuerbaren Energien zu produzieren. Dieses Projekt lässt sich natürlich nicht bis nächstes Jahr umsetzen. So etwas braucht Zeit. Weitere Ziele sind, den Hausmüllanteil in den Mülldeponien auf null zu reduzieren und wiederverwertbare Materialien einzusetzen. Ja, wir maximieren den schonenden Umgang mit allen Rohstoffen, was einen Einfluss auf verschiedene Produkte und Fertigungsprozesse hat. Außerdem haben wir präzise Zielvorgaben für die nächsten 10 Jahre. Sie konzentrieren sich auf die Langzeitprojekte, die Jill bereits beschrieben hat. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, was das sein wird oder wann sie auf den Markt kommen. Ja, sonst bekommen wir Ärger. Aber wir können nicht warten. 10 Jahre Wegwerfwindeln, das sind allein in Frankreich 5 Millionen Tonnen. So viel wie 1.200.000 Elefanten. Und dass die neuen Wegwerfwindeln leichter sind, liegt auch daran, dass man mittlerweile auf Zellulose verzichtet, weil dieser Rohstoff extrem teuer geworden ist. Der einzig biologisch abbaubare Bestandteil wurde durch weitere Copolymere ersetzt. Wenn Sie so wollen, ist Polyethylen eine Verbindung, die aus linearen Ketten besteht, wie Spaghetti auf einem Teller. Die Superabsorber sind auch Spaghetti, aber durch Reibkäse miteinander vernetzt. So entsteht ein großer Klumpen. Dieser Klumpen kann unglaublich viel Wasser aufnehmen. Er absorbiert das 100-fache seines Eigengewichts. Und er kann es halten. Das ist sehr wichtig. Genau diese Kriterien spielen für die Höschenwindel und ihre Funktion eine Hauptrolle. Aber diese Superabsorber sind auf jeden Fall noch schlechter abbaubar als Polyethylen. Bis heute gibt es keine Regeln über die Zusammensetzung von Höschenwindeln. Außer Polyethylen und Superabsorbern können deshalb weitere Materialien verarbeitet werden, von denen wir nichts wissen. Denn die Verpackung macht dazu keinerlei Angaben. Ich konnte auch keine Studie finden, die die Auswirkung dieser Materialien auf die Gesundheit unserer Babys untersucht, die sie ja 2 Jahre lang am Körper tragen. Auf einer Mülldeponie unterwegs zu sein, macht nicht besonders viel Spaß. Vom Geruch will ich gar nicht reden. Die Fäkalien in den weggeworfenen Windeln geben Methan ab, ein Gas mit Treibhauseffekt, und können das Grundwasser verseuchen. Auch die EU macht sich deswegen Sorgen und hat die Alarmglocke geläutet. Wie sieht die Situation in Europa aus? Ich fahre nach Brüssel. Wie viele der Haushaltsabfälle landen auf dem Müll? Gibt es einen europäischen Durchschnittswert? Nein, das ist je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Manche Staaten recyceln oder verbrennen sehr viel. Und die Mülldeponie macht bei der Entsorgung nur einen kleinen Prozentsatz aus. Aber es gibt auch noch Staaten in Europa, die bis heute stark von Mülldeponien abhängig sind und immer noch 80-90% ihrer Abfälle auf diese Weise entsorgen. Das ist natürlich inakzeptabel, nicht nur weil es gegen die EU-weiten Gesetze verstößt, sondern auch weil wir unseren Planeten für künftige Generationen schützen wollen. Und weil wir sicherstellen müssen, dass die europäische Wirtschaft auch weiterhin Gewinne macht. Wir denken also nicht nur ausschließlich an die Umwelt, auch wirtschaftlich gesehen macht es Sinn zu recyceln und dadurch unsere Abhängigkeit von Rohstoffen zu verringern. Wir wollen also nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Wirtschaft schützen und konkurrenzfähig bleiben. Aber auch die Bürger haben ökonomische Vorteile. Wer weniger Abfall produziert, spart Geld. Die EU will unsere Abfälle bis 2020 um 50% reduzieren. Aber dieser Sparkurs gilt nicht für Wegwerfwindeln. Im Gegenteil, die Windelanzahl pro Kind steigt. Und das, obwohl die Hälfte aller nicht recycelbaren Abfälle einer Familie mit Baby Windeln sind. Im Boston Children's Hospital diskutieren Kinderärzte über die Hygieneerziehung von Kleinkindern. Hören wir uns an, was der berühmte T. Barry Brasselton sagt. Ich glaube, der Trick bei der Sauberkeitserziehung ist, die Kinder ganz allein lernen zu lassen, auf die Toilette zu gehen.
Sie werden zu allem schon so früh gezwungen, dass sie gar keine Gelegenheit mehr haben, selbst herauszufinden, wie etwas geht. Wir triezen sie und setzen sie unter Druck und kauen ihnen alles vor. Sie können nie sagen, ich kann das alleine. Meine Theorie zum Thema Sauberkeitserziehung ist, dass wir unseren Kindern auch hier die Unabhängigkeit geben sollten, die wir ihnen in anderen Bereichen zugestehen. Das ist ein Gebiet, in dem sie wieder selbst die Kontrolle übernehmen können und die Chance bekommen sollten zu lernen, sich durch Nachahmung etwas anzueignen. Indem sie versuchen, so zu sein wie ihre Eltern oder andere ältere Menschen in ihrer Umgebung, werden sie erkennen, wie spannend es ist, wenn man selbst herausbekommt, wie etwas funktioniert. Da werden sie ganz alleine draufkommen. Und wenn man sie dabei in Ruhe lässt und es gelingt ihnen dann, werden sie das Gefühl haben, wie toll, wie aufregend. Jetzt bin ich wie mein älterer Bruder, meine Schwester, meine Eltern oder andere Menschen in meinem Umfeld. Man sollte also die Kinder selbst entscheiden lassen, ab wann sie auf die Toilette gehen. Kann es sein, dass die Konzerne auch aus diesem Gedankenkapital schlagen? Sicher. Die meisten Babys würden normalerweise bis zu einem Alter von rund 2,5 Jahren Windeln tragen. Aber den Herstellern ist es gelungen, dieses Alter nach hinten zu verschieben. In einem Alter, in dem Kinder gewöhnlich lernen, aufs Töpfchen zu gehen, tragen sie heute Trainingswindeln und sogar spezielle Pyjama-Windelhosen. Kürzlich sah ich einen Werbespot, in dem ein 5- oder 6-jähriges Kind zu seiner Wäscheschublade lief und seine Nachtwindel herausholte. Die Trainingswindel war in den 90er Jahren in Japan aufgekommen. Aber die multinationalen Konzerne haben sie rasch kopiert, da sie diese Idee für äußerst rentabel hielten. Die sogenannten Pull-Ups haben sich fast überall durchgesetzt, zum Leidwesen der Schulen und ihrer Lehrer in den USA. Kurz vor der Einschulung haben wir eine Art Tag der offenen Tür. Da können die Kleinen ihr Klassenzimmer anschauen. Bei dieser Gelegenheit fragen oft auch Eltern bei uns noch einmal nach wegen der Windeln, obwohl das ganz klar im Leitfaden der Schule steht. Trotzdem kommen am ersten Schultag dann Kinder mit Pull-Ups, ohne dass uns die Eltern darüber informieren. Wir merken das erst, wenn wir die Kinder zur Toilette begleiten. Sprechen wir die Eltern darauf an, antworten sie, im Prinzip ist es trocken, es trägt die Pull-Ups nur für alle Fälle. Manchmal finden wir auch in den Schulranzen der Kinder Wegwerfwindeln. Deshalb kontrollieren wir das in den ersten paar Monaten und erklären den Eltern, dass die Schule keine Windelkinder aufnehmen kann. Ein anderer Grund, warum die Kinder immer später trocken werden, ist vielleicht der, dass die Windeln einfach zu gut geworden sind. Es ist schwierig zu sagen, ob diese superabsorbierenden Wegwerfwindeln einen Einfluss auf das empfindliche System haben, in dem so viele verschiedene Aspekte die Bereitschaft des Kindes, trocken zu werden, beeinflussen. Ich weiß nicht, ob seine oder ihre Motivation, zur Toilette zu gehen, darunter leidet. Ich glaube nicht, dass wir eindeutig sagen können, das Nässegefühl würde Kinder dazu animieren, trocken zu werden. Die einzige Möglichkeit, um das herauszufinden, wäre eine Studie mit 2 Gruppen. Eine Gruppe mit diesen super saugkräftigen Windeln und eine Gruppe mit normalen Windeln. Die Gruppen müssten allerdings groß genug sein, um durch Eltern und umweltbedingte Aspekte auszuschließen. Nur so kann man ermitteln, wann die Kinder von sich aus bereit sind, zur Toilette zu gehen. Soweit ich weiß, wurde so eine Studie noch nicht durchgeführt. Und ich glaube auch nicht, dass das im Interesse der Windelhersteller wäre. Haben die Konzerne ein Bedürfnis künstlich geweckt oder eine bereits bestehende Nachfrage befriedigt? Jedenfalls sind Windeln für ältere Kinder mittlerweile in der gesamten westlichen Welt verbreitet. Aber gibt es denn eine Alternative zu Wegwerfwindeln? Angesichts der Regale in Supermärkten muss der Verbraucher denken, nein. Die einfachste und effektivste Lösung für alle Umweltprobleme wäre, keine Kinder mehr zu haben. Aber so weit wird es sicher nicht kommen, oder? Wie haben wir das eigentlich früher gemacht? Und damit meine ich nicht in grauer Vorzeit.
Ich selbst habe auch noch Stoffwindeln getragen. In Europa war das Pucken, die Babys wurden stramm in Tücher gewickelt, gang und gäbe. Ihre Mumienverpackung wurde nicht sehr oft gewechselt, wenn sie Glück hatten, einmal am Tag. Man dachte, Neugeborene seien noch nicht ganz fertig. Und damit sie sich irgendwann auf den eigenen Beinen halten konnten, musste man ihren Körper aufrecht fixieren. Natürlich war es dadurch auch einfacher, sie zu transportieren. Und wenn man keine Hand frei hatte, konnte man das Bündel einfach an die Wand hängen. Doch ab dem 17. Jahrhundert machten sich Philosophen für die Kleinen stark. In England pochte John Locke auf ihre Bewegungsfreiheit. In Frankreich erbarmte sich Madame de Maintenon den Babys, die im eigenen Kot dahin vegetieren mussten. Und Rousseau verdammte das Pucken als barbarische Extravaganz. Doch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab man diese Praxis allmählich auf und packte nur noch das Gesäß in Windeln ein. Und wie sieht es außerhalb Europas und Nordamerikas aus? Nicht überall kann man einfach ein Paket Pampers kaufen. Windeln sagen viel über uns aus. Sie verhüllen nicht nur den Allerwertesten unserer Kleinen, sondern auch unsere Neurosen. Woher kommt diese Fixierung auf die Farbe weiß, diese Hygienebesessenheit, dieses Nicht-Anfassen, das ist schmutzig, das uns direkt auf die Couch des Psychiaters treibt? Schon seit Anbeginn der Menschheit wurden bei Kleinkindern flüssigkeitabsorbierende Materialien verwendet. Außer vielleicht in Gegenden mit tropischem Klima. Und selbst dort beschäftigte man sich mit der Frage der Sauberkeit. Man kann sich vorstellen, wie die Jäger und Sammler ihre Säuglinge in Rinde hüllten, die mit verschiedenen saugfähigen Materialien gepolstert war. Flechten, Moose und Ähnlichem. Oder Vogeldaunen, wie es in alten Aufzeichnungen beschrieben wird. Auch weiche Felle wurden verwendet oder Flicken und Stoffreste. Das gilt für uralte Kulturen, genauso wie für unsere Großmütter, die aus alten Leintüchern Lappen, Handtücher und Windeln nähten. Und speziell für die Windeln immer die abgewetzteren und deshalb weicheren, saugfähigeren Stücke nahmen. Für mich ist das ein erstes wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Es gibt Kulturen, die sich sehr aktiv um die Kontrolle der verschiedenen Körperöffnungen ihres Nachwuchses kümmern. Sei es nun der Anus, der Mund oder auch die Augen, die in die Erziehung mit einbezogen werden. Dann gibt es aber auch Völker, die die Säuglinge zum Beispiel über einen längeren Zeitraum hinweg einwickeln. Sie verhalten sich also eher passiv. Andere Völker wiederum, zum Beispiel im asiatischen Teil der ehemaligen Sowjetunion oder auch in Afghanistan, legen ihre Säuglinge in eine schaukelnde Wiege und fixieren sie darin. Dann wird am Harnröhrenende eine Art Pipette angebracht, je nach Geschlecht speziell geformt, durch die der Urin direkt in ein unter der Wiege aufgestelltes Gefäß geleitet wird. Manchmal läuft der Urin auch direkt auf den Boden. Jedenfalls wird so verhindert, dass die Decken und Tücher beschmutzt werden. Diese Bilder hier stammen aus dem Osten des Senegal, wo bei Jungen wie Mädchen eine klassische Methode angewendet wird. Wenn die Mutter spürt, dass ihr Baby Wasser lassen will, meistens fühlt sie das auch rechtzeitig oder animiert sogar dazu, dann setzt sie sich das Baby auf die Füße und ermuntert es mit entsprechenden Geräuschen zu urinieren. Das funktioniert nur in Gesellschaften, die in einem entsprechenden Ökosystem leben und in denen Mutter und Kind einen sehr starken Körperkontakt haben. Nur dann ist die Mutter sensibel genug, um auch die kleinste Veränderung der Mimik wahrzunehmen. Das leiseste Blähgeräusch, eine noch so minimale Magenbewegung. So kann sie auch auf spontane Ausscheidungen sofort reagieren, ihr Kind in die richtige Position bringen und mit akustischen Signalen nachhelfen. Tatsächlich haben diese Kleinkinder ihre Ausscheidungen schon sehr früh unter Kontrolle. Andererseits gibt es immer auch Kulturen, die bei der Sauberkeitserziehung ihrer Kleinkinder sehr autoritär vorgehen und sie zwingen, zu bestimmten Zeiten ihre Geschäfte zu verrichten. Das kann sogar zu Hospitalismus führen. Oder das Kind bekommt Windelhosen an und sitzt buchstäblich in der Scheiße. Die Papuas setzen Windeln nur zu besonderen Gelegenheiten ein. Gewöhnlich laufen ihre Babys nackt herum. Doch sobald man zum Markt oder in die Kirche geht oder Besuch kommt, werden sie angezogen und bekommen eine Windel. Das ist praktisch und gilt außerdem als totschick. Wenn es allerdings zu oft vorkommt, meckern die Männer.
Da es in Papua-Neuguinea keine Müllabfuhr gibt, müssen sie Löcher graben, um ihren Abfall zu entsorgen. Und mit Windeln ist so ein Loch schnell voll. Wenn man Windeln im weiteren Sinn als Kulturgegenstand betrachtet, dann werden sie zu einem Gegenstand, der einen durch die Industrialisierung bedingten Erfahrungsverlust symbolisiert. Denn früher konnte man noch sehen, was aus den eigenen Exkrementen von vor 6 Jahren geworden war. Doch, wirklich. Schon gut, ich hab's kapiert. Aber es ist doch so. Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte wusste man genau, was mit den Fäkalien passierte. Sie waren immer noch da. Nur, dass eben jetzt Tomaten darauf wuchsen. Ich möchte wirklich wissen, wie das für Kinder heutzutage ist. Unser Umgang mit diesen Körperfunktionen ist so viel komplizierter geworden. Und Windeln verhüllen so viel. Kein Wunder geht da das Verständnis verloren. Kein Wunder ist dieses Thema mittlerweile mit Missverständnissen und Ekelgefühlen besetzt, weil so ein Geheimnis darum gemacht wird. Angesichts immer weniger Geburten in der westlichen Welt verkündete Procter & Gamble kürzlich, einen neuen Markt mit Milliarden potenzieller Kunden erschließen zu wollen. China. Wie sieht es aus in Shanghai, wo 20 Millionen dieser potenziellen Kunden wohnen? Global gesehen kann man nicht sagen, die Bevölkerung schrumpft. Also versuchen die Hersteller, in neue Märkte einzudringen. Sie gehen in Schwellenländer, nach China. Die Chance, neue Kunden zu gewinnen, ist in Ländern wie China und Indien viel größer. Indien und China sind die kinderreichsten Nationen der Erde und haben eine rasch wachsende Mittelschicht. In China leben knapp 40 Millionen Kleinkinder unter 2 Jahren. Aber bis jetzt verwenden nur 6% der Eltern Wegwerfwindeln. Das Wettrennen der Megakonzerne um diesen fantastischen Markt hat längst begonnen. Aber die Chinesen haben ihre eigene traditionelle Methode. Sehr einfach und gleichzeitig sehr effektiv. Die Kleinen tragen Kaidanku. Mit Schlitz. Nachts bekommt er Wegwerfwindeln, aber tagsüber ziehen wir ihm Kaidanku an. Woher wissen Sie, wann er muss? Er weiß es. Er weiß, dass es Zeit ist, Pipi zu machen, wenn wir ihn nehmen und ein bisschen schütteln. Dann weiß er Bescheid und macht Pipi. Sie schütteln ihn und er macht Pipi? Oh ja, er weiß es und pinkelt. Man braucht keine teuren Sachen für die Kinder zu kaufen, solange sie auch so zufrieden sind. Marktforschungsinstitute wie Nielsen in den USA führen bei diesen neuen Konsumenten Verhaltensstudien durch, die den internationalen Konzernen helfen, in China Fuß zu fassen. Welche Strategien werden angewandt, um diese neue Kulturrevolution auszulösen? Was kann die Chinesen dazu bringen, ihre Kaidankus gegen Wegwerfwindeln einzutauschen? Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten chinesischen Kunden zum ersten Mal Wegwerfwindeln kaufen. Aufgrund der Ein-Kind-Politik ist für sie auch das Elternsein eine Premiere. Und es ist ihnen sehr wichtig, für ihr Baby nur das Beste zu kaufen. 55% der Chinesen gehören der Landbevölkerung an. Ein enormer Teil der Konsumenten hat also momentan nicht die finanziellen Mittel, um sich diese Produkte zu leisten. Aber schon bald werden auch diese Menschen ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten ändern. Die Verhältnisse werden sich jenen in den europäischen Ländern, den USA und anderen Industrienationen angleichen. Die Hersteller müssen zuerst die Bedürfnisse der chinesischen Konsumenten untersuchen und eventuelle Barrieren, die sie vom Kauf neuer Produkte abhalten könnten, ermitteln. Dann können sie Produkte entwickeln, die sich am momentanen Lebensstandard und Lebensstil dieser Menschen orientieren. Denn China ist für diese Konzerne ganz klar der Markt von morgen. Mmh.
Kürzlich habe ich etwas Interessantes darüber gelesen, wie Procter & Gamble versucht haben, Pampers in China einzuführen. Denn für die Babys und Kleinkinder dort war es nicht üblich, Windeln zu tragen. Vor allem nicht tagsüber. Um also die Wegwerfwindel zu etablieren, gab der Konzern eine Schlafstudie in Auftrag. Die zeigte, dass Babys mit solchen Windeln länger und besser schliefen als Babys mit Stoffwindeln. Sie setzten die bessere Schlafqualität mit einer besseren Gehirnleistung gleich. Und da Bildung und Erfolg in der chinesischen Kultur eine sehr wichtige Rolle spielen, propagierten sie diese logische Kette. Guter Schlaf durch das Tragen von Wegwerfwindeln führt zu höherer Intelligenz. Das war ein sehr interessanter Ansatz, um für ihr Produkt einen völlig neuen Markt zu erschließen. Heute, nach 10 Jahren massiver Anstrengungen, hat Procter & Gamble sein Ziel erreicht. Die Windelrevolution hat ihren langen Marsch durch China angetreten, mit Pampers als Marktführer. Momentan liegt der Umsatz noch bei einem Viertel dessen, was in den USA verkauft wird. Aber auch das sind über 1 Milliarde Euro. Und die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre liegt bei 40%. Wir in den USA oder Westeuropa wollen, dass unsere Babys trocken sind und sich wohlfühlen. Wir wollen, dass sie gesund bleiben, nachts durchschlafen können und einfach rundum glücklich sind. Aber das gilt auch anderswo. Diesen Wunsch haben die Mütter überall auf der Welt. Deshalb war es für uns recht einfach, die Produkte und Methoden, die bei uns funktionieren, in für uns wichtigen Ländern wie China, Indien, Nigeria, Ägypten oder den Philippinen bekannt zu machen. Die Berge gebrauchter Windeln werden sich also künftig auf den Müllkippen weltweit türmen. Für die Zukunft meines Kindes sind das keine rosigen Aussichten. Was uns die Hersteller nicht sagen, ist, dass die Verwaltung und Beseitigung dieser Abfälle hohe Kosten verursachen. Wir bezahlen jede Packung Windeln doppelt und dreifach. Die britische Regierung hat ausgerechnet, dass sie jährlich mit einem Windelberg fertig werden muss, der 8-mal das Wembley-Stadion füllen würde. Das kostet sie ein Vermögen. Und der Berg wächst ständig. Sie ist eine der wenigen Regierungen, die konkrete Maßnahmen eingeleitet und ein Subventionsprogramm für waschbare Stoffwindeln auf den Weg gebracht hat. Ich fahre nach Lewisham Council im Süden Londons. Die Ortsverwaltung organisiert Kurse, in denen künftige Eltern zu Stoffwindeln ermuntert werden. Waschbare Windeln haben eine Menge Vorteile und sparen viel Geld. Für Wegwerfwindeln müssten Sie rund 1.200 Euro ausgeben, für die Stoffwindeln nur 350 bis 450, plus 175 Euro für das Waschen. Es gibt 2 Modelle. Dieses hier besteht aus 2 Teilen. Eine Windel in einer Art Höschen. Es ist das Richtige für alle, die kalifornische Windeln, also Prefolds oder Frottee-Einlagen verwenden wollen. Wir nennen das die 2-teilige Flachversion. Aber im Prinzip ist es einfach ein Höschen mit Einlage. Und das Modell hier ist 1-teilig. Es ist den konventionellen Wegwerfwindeln sehr ähnlich und wird einfach so angezogen. Ich bin David Brinson und Leiter der Initiative zur Abfallvermeidung in Lewisham Council. Im Grunde genommen bedeutet das, dass ich das Müllvolumen der Einwohner hier verringern will. Deshalb macht sich unsere Gemeinde für die wiederverwendbaren Stoffwindeln stark und hat ein entsprechendes Projekt auf den Weg gebracht. Im Schnitt erzeugt ein Baby in den ersten 2,5 Lebensjahren rund 700 Kilogramm Abfall. Wir wollen, dass das weniger wird. Deshalb bekommen Familien, die Stoffwindeln benutzen, von uns Gutscheine im Wert von 35 Euro. Wenn wir davon ausgehen, dass uns die Entsorgung der Wegwerfwindeln über 70 Euro kosten würde, haben wir immer noch 35 Euro gespart. Kompliziertes Falten und Befestigen mit Sicherheitsnadeln, das war einmal. Die modernen Mehrfachwindeln sind leicht und bunt, aber sie müssen gewaschen werden. Wie funktioniert das? Seit einigen Jahren gibt es in Ländern wie Großbritannien und Kanada dafür den Windelwaschservice. Er holt die benutzten Windeln an der Haustür ab und bringt dafür eine frisch gewaschene Ladung. Hi. Hello. Great. Thanks very much.
Okay, see you next week. Bye. Nach dem Geburtsvorbereitungskurs hat sich Claire dafür entschieden. Meine Eltern fanden das sehr altmodisch. Vor allem meine Mutter meinte, oh Gott, das ist ja wie vor 30 oder 40 Jahren. Und dachte an all die Arbeit, die sie damit hatte, bevor es Wegwerfwindeln gab. Aber dann hat sie eingesehen, dass das Wickeln ganz leicht geht und dass die Windeln absolut dicht und sehr effektiv sind. Mittlerweile ist sie davon komplett überzeugt und hat noch nie gestöhnt, oh Gott, warum bist du nicht etwas fortschrittlicher und benutzt Wegwerfwindeln? Viele meinen, das wäre sehr edel von mir und loben mich. Dabei ist das gar nichts Besonderes. Aber ist das nicht sehr aufwendig oder lästig? Es ist schon etwas aufwendig und dann ist da noch der ästhetische Aspekt. Kinderkleidung wird heutzutage auf Wegwerfwindeln abgestimmt und die Hosen sitzen bei meinem Sohn ziemlich stramm, weil sie alle zu eng sind. Bei einem Mädchen mit Strumpfhosen und Kleidern wäre das vielleicht anders. Aber die Hosen sind einfach nicht für Mehrfachwindeln gemacht. Das ist schon ein bisschen lästig. So hat er ein richtig dickes Hinterteil. Aber das hat er ja sowieso. Daran sind nicht allein die Windeln schuld. In Kindertagesstätten fallen so viele Wegwerfwindeln an, dass sie ein echtes Problem darstellen. Würde sich hier ein Wechsel zu waschbaren Windeln nicht lohnen? Einige Krippen haben sich dafür entschieden. Vor 2 Jahren wurde die Kinderkrippe im Londoner Stadtteil Islington renoviert. Anlässlich der Wiedereröffnung beschloss ihre Leiterin, Mehrfachwindeln einzuführen. Für alle Kinder der Krippe. Es ist uns gelungen, Abfall zu vermeiden, der sicherlich einige Schwimmbecken gefüllt hätte. Und ich finde es sehr wichtig, dass man das realisiert. Am Anfang haben wir mit den Eltern gesprochen, die sich unsere Krippe anschauten und in Erwägung zogen, ihr Kind eventuell dort unterzubringen. Wir informierten sie über unser Vorhaben, nach der Wiedereröffnung komplett auf Stoffwindeln umzustellen. Sie haben das eigentlich sehr positiv aufgenommen. Einige Mitarbeiter hatten Bedenken. Die Vorstellung, überall schmutzige Windeln herumliegen zu haben, anstatt sie einfach in den Abfalleimer zu werfen, schreckte sie ab. Außerdem befürchteten sie, das Wickeln sei zu kompliziert und würde viel zu lange dauern. Aber nachdem wir diese anfänglichen Bedenken des Personals und der Eltern zerstreuen konnten, war die Einführung der Stoffwindel sehr einfach. Stoffwindeln kontra Wegwerfwindeln. Auf Anhieb ist die Entscheidung gar nicht so einfach. Eine Studie des britischen Umweltamtes von 2005 hat untersucht, welche Auswirkungen beide Windelarten auf die Umwelt haben. Das Ergebnis ließ die Hersteller von Einwegwindeln jubeln. Das Resultat zeigte, dass nur kleine oder gar keine Unterschiede bestehen. Stoffwindeln müssen gewaschen werden und das verbraucht Energie, Wasser, Waschmittel und so weiter. Wegwerfwindeln vergrößern den Müllberg. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind zwar verschieden, liegen aber auf demselben Niveau und das ist sehr, sehr niedrig. Eltern brauchen sich also nicht schuldig zu fühlen, wenn sie sich für einen Windeltyp entscheiden, denn keiner davon ist besser für die Umwelt. Deshalb sollten sie einfach zu der Windel greifen, die ihnen, ihrem Baby und ihrem Lebensstil am besten entspricht. Das sind die einzigen Kriterien, an die Sie bei Ihrer Entscheidung denken sollten. Das Referenzszenario aus der Studie des Umweltamts ergab, dass keine gravierenden Unterschiede bestehen. Was dabei aber überhaupt nicht berücksichtigt wurde, ist, dass es bei den Stoffwindeln noch viele Möglichkeiten der Optimierung gibt, wenn sie intelligent eingesetzt werden. Wenn die Windeln nur in vollen Waschmaschinenladungen gewaschen werden, sie anschließend auf der Leine getrocknet und beim nächsten Baby wiederverwendet oder, falls kein weiterer Nachwuchs kommt, an eine andere Familie weitergegeben werden, können die Auswirkungen auf die Klimaverschiebung um 40% reduziert werden. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Lassen wir die Debatte über die richtige Anwendung mal beiseite, denn auch so ist sicher, Abfallberge produzieren die Stoffwindeln keine. Dafür sind allein die Wegwerfwindeln verantwortlich.
Deswegen finde ich die Stoffwindel gar nicht so schlecht. Durch den Windelwaschservice wird ihre Umweltbilanz verbessert. Aber in Ländern und Regionen, wo es ihn nicht gibt, wer wäscht da die Windeln? It's Derby Day in San Francisco, a diaper derby for daddies. Red Cross Headquarters is the Churchill Downs for the race. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht die Männer sein werden. Denn die Aufgabenverteilung im Haushalt hat sich seit 20 Jahren kaum verändert. Ein Drittel erledigen die Männer, zwei Drittel bleiben an den Frauen hängen. Und das bringt die Feministinnen auf die Palme. Kann man heute Frauen als Lebenslösung anbieten, zu Methoden zurückzukehren, die aufzugeben ihre Großmütter als unglaubliche Erleichterung empfanden? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass die Frauen in eine Strömung geraten sind, die sie zu freiwilligen Dienstboten macht. Warum Dienstboten? Weil das, was von ihnen verlangt wird, Zeit kostet, ihre Freiheit beschneidet und nicht besonders interessant ist. Für sie als Individuum, als Frau. Das sind drei große Belastungen für das Leben einer Frau. Ein bisschen kommt es mir so vor, als ob die Frauen wieder einmal die Ersten wären, die die Rechnung bezahlen müssen. Und damit bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Die waschbare Windel hat offensichtlich Befürworter und Gegner. Aber gibt es für diejenigen, die sich nicht damit anfreunden können, eine Alternative? Ich habe von Wegwerfwindeln gehört, die zum Teil aus recycelbaren Stoffen bestehen und sogar biologisch abbaubar sein sollen. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes hat die Anwältin Marlene Sandberg sich für ein neues Leben entschieden und in Schweden eine Firma gegründet, die umweltfreundlichere Windeln herausbringt. Die Industrie muss neue Produkte anbieten, die von hoher Qualität sind, gute Dienste leisten, nicht teuer und dem Standardprodukt ebenbürtig sind und zusätzlich noch umweltfreundlich. Wenn ich einfach nur eine waschbare Windel anbiete, erreiche ich damit einen Marktanteil von 1%, denn die Konsumenten haben nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr den Lebensstil von früher. Die Industrie muss neue Technologien entwickeln, um zeitgemäße Autos, Nahrungsmittel, Verpackungen oder was auch immer herzustellen. Wenn sie das tut, werden die Kunden das auch kaufen. Denn wenn etwas nicht mehr kostet, aber besser für die Gesundheit und für die Umwelt ist, was spricht dann dagegen? Das haben wir bei unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit ständig vor Augen. Und was passiert mit Ihren Windeln auf der Mülldeponie? Nichts löst sich in Luft auf. Eine Zeitung können Sie auch nach 100 Jahren noch lesen. Die Mülldeponie ist keine Lösung. Stattdessen müssen wir das Problem an der Wurzel packen und Produktionsmaterialien nehmen, die abbaubar sind. In Norwegen haben die Gemeinden drei große Kompostieranlagen. Das ist die Zukunft. Glauben Sie, dass Feminismus und Ökologie zusammenpassen? Ja. Ich glaube nicht, dass ich das zu eng sehe. Ich kritisiere nicht den ökologischen Gedanken als solchen. Ich kritisiere nur den ökologischen Fanatismus. Ich wehre mich gegen eine Ökologie, die die Frauen nicht mehr ins Zentrum ihrer Betrachtung stellt. Aber abgesehen davon würde ich nicht sagen, dass sich Ökologie und Feminismus widersprechen. Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, von einem vernünftigen ökologischen Standpunkt aus betrachtet, den ich auch unterstütze, ist es unbedingt notwendig, biologisch abbaubare Windeln zu entwickeln oder Saugflaschen aus Materialien, die niemanden belasten. Ich vertraue darauf, dass neue Entdeckungen gemacht werden. Ich vertraue auf den Forschergeist. Ich finde es gut, dass die Ökologie die Wissenschaften um Hilfe bittet, damit die Natur sauberer wird, damit die Umweltverschmutzung abnimmt. Für mich ist das die Lösung. Bei Marseille arbeiten Ingenieure auf der Mülldeponie Septem-les-Vallons daran, Abfälle in Rohstoffe umzuwandeln. Aus den 250.000 Tonnen Abfall, die jährlich hier landen, genauer gesagt aus seinen kompostierbaren Elementen, wird Strom für die Gemeinde erzeugt. In den verschiedenen Schichten der Deponie, die sich mit der Zeit bilden, installieren wir Röhren, die wir Kollektoren nennen. Mit einem Teil dieser Kollektoren fangen wir das Gas auf, das bei der Zersetzung der Abfälle entsteht. Ein anderer Teil der Röhren dient dazu, die Sickerlauge zurückzupumpen, die sich auf der Kippe bildet und hauptsächlich aus Wasser besteht. Warum tun wir das? Weil beim Kontakt des in der Sickerlauge enthaltenen Wassers mit den im Abfall enthaltenen organischen Stoffen
Ein natürlicher bakteriologischer Prozess beginnt, der zur Bildung eines Gases führt, das wir Biogas nennen. Dieses Gas wird von den Rohren abgepumpt und in elektrische Energie umgewandelt. Dank der Installation dieses Bioreaktors kann die Mülldeponie momentan 2 Megawattstunden produzieren. Das deckt die Hälfte des jährlichen Strombedarfs dieser Gemeinde. Wenn auch das in den Wegwerfwindeln enthaltene Plastik weder abbaubar noch recycelbar ist, so dient wenigstens ein kleiner Teil ihrer Inhaltsstoffe der Stromgewinnung. Diese Kompostieranlage könnte eine Übergangslösung sein, solange wir noch nicht in der Lage sind, komplett biologisch abbaubare Windeln herzustellen. Aber es gibt noch andere, radikalere Lösungsansätze. Zum Beispiel eine natürliche Hygiene bei Säuglingen, die völlig ohne Windeln auskommt. Das hört sich zunächst verrückt an. Wir Menschen scheinen so gepolt zu sein, dass wir mit anderen in Kontakt und in Einklang sein wollen. Wer diesen zusätzlichen Weg für sich entdeckt, kann sich in sein Baby einfühlen. Er wird es beobachten, seine Signale verstehen lernen und einfach wissen, wann es muss. Und wenn dieser Moment gekommen ist, schnappt man sich ein Töpfchen oder so etwas. Das hier ist vielleicht etwas groß. Für ein Neugeborenes nimmt man so ein kleines hier, hält das Baby darüber, macht psch, und schon geht's los. Und nachts? Nachts muss man das nicht tun. Man kann, muss aber nicht. Das ist der große Vorteil. Man kann nachts darauf verzichten oder auch während der Arbeit. Viele Mütter arbeiten ja in Teilzeit. Man muss es nicht ständig tun. Ist diese Art der Hygieneerziehung für Sie die beste Lösung des Windelproblems? Für mich persönlich? Ich glaube, für kein Problem gibt es nur eine einzige pauschale Lösung. Aber ich glaube, es könnte ein guter Weg sein, ja. Wenn mehr Menschen es praktizieren würden, wäre das wirklich gut, in mehrfacher Hinsicht. Erstens für die Kommunikation mit dem Baby und zweitens für die Umwelt. Die Methode eignet sich nicht für jedermann. Nicht jeder kann oder will auf diese geistige Ebene kommen. Aber wer sich einmal darauf eingelassen hat, und das ist das Schwierigste daran, kann nicht mehr zurück. Es gibt Lösungen, aber sie umzusetzen ist ziemlich kompliziert. Denn die Windelhersteller sind nicht nur im Fernsehen ständig präsent, sie haben noch viel hinterhältigere Methoden. Nicht lange nach der Geburt von Joe flatterten mir Briefe ins Haus. Post von Pampers. Woher kannten sie meinen Namen, meine Adresse, Joes Namen und sein Geburtsdatum? Die Entbindungsstation hatte ihnen diese vertraulichen Informationen geliefert. Aber das ist noch nicht alles. Ich weiß noch, als mein erstes Kind zur Welt kam, bekam ich vom Krankenhaus Windeln. Und die gleichen Windeln benutzte ich dann die ganze Zeit, 2,5 Jahre lang. Ich hatte Angst, die Marke zu wechseln. Sie funktionierte. Die Schwestern hatten mir gesagt, sie sei gut, also nahm ich sie. Das ist wirklich eine perfekte Methode, um beim Kunden eingeführt zu werden und dann zu verdienen. Ich glaube, das geht ganz vielen Müttern beim ersten Kind so. Das Produkt, das sie im Krankenhaus kennenlernen, kaufen sie. Deshalb haben sich die Konzerne dort eingekauft. Für sie sind die Entbindungsstationen ideal, um an neue Kunden heranzukommen. Aber wir können uns das nicht leisten. Das würde uns Milliarden kosten und außerdem ist der Bereich schon besetzt. Leider. Wer im Marketing eines großen Konzerns arbeitet, kann leicht die Meinung beeinflussen, was man kaufen muss, um ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Und alle wollen ja gute, moderne Eltern sein, die ihrem Kind die besten Chancen ermöglichen. Also kaufen Sie dieses bestimmte Produkt, denn es ist etwas Besonderes. Man muss es kaufen. Dabei steht es oft im Widerspruch zu dem, was eigentlich vernünftig wäre und was die Familien, die noch lokale Bindungen haben, von sich aus tun würden.
their local context. If you're inundated, wenn man mit Werbung überschüttet wird, aber keine fundierten Informationen darüber hat, welche Möglichkeiten es gibt, die sowohl für das Kind als auch für die Umwelt gut sind, ist es schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Wer die umweltfreundlichen Alternativen oder die Methoden, die für das Kind natürlicher wären, nicht kennt, kann auch nicht wählen. Die Regierung sollte Eltern dazu animieren, bei ihren Entscheidungen an die Umwelt zu denken und ihnen Alternativen aufzeigen. Meine lange Reise endet mit der Feststellung, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Für alle. Für mich, für die Politiker, für die Hersteller. Ich habe Menschen getroffen, die sich von den Großkonzernen und ihren allgegenwärtigen Botschaften nicht beeinflussen lassen. Es gibt Alternativen und wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich frage mich, ob wir jedem Einzelnen die Entscheidung überlassen dürfen, wenn diese die Zukunft unserer Kinder betrifft und beeinflusst. Ist es wirklich an uns, diese Entscheidungen zu treffen? Sollen wir die Wahl haben, wenn die Wegwerfwindeln immer noch in den Mülldeponien liegen, während die Ur-Ur-Ur-Urenkel dieser Babys bereits tot sind? Ist das den künftigen Generationen gegenüber fair? Welche Freiheiten stehen uns in solchen Situationen zu? Darf man uns diese Wahlmöglichkeiten lassen? Ich finde nein. Mittlerweile ist Joe so groß, dass er weder Kaidanku noch Windeln braucht. Für ihn ist das Thema vorerst abgehakt, für mich aber noch lange nicht. Bald werden sich die Mülltonnen anderer Häuser füllen, in denen jeder zweite Bewohner Windeln trägt. Und das oft sehr viel länger als ein Baby.